Das Motto von JugendHackt ist ja, die Welt zu verbessern. Und wir haben uns überlegt, wie können wir die Welt verbessern? Ich hatte in der Nacht die Idee, man könnte pflegende Angehörige unterstützen, da es oft eine große Belastung ist im Alltag, wenn man auch in der Nacht öfters nachschauen muss, ob eine Person eh nicht das Haus verlässt oder das Bett verlässt. Und wir haben uns überlegt, es sollte auch nicht irgendwie den Freiraum einschränken oder irgendwie unangenehm sein. Deshalb haben wir eine Socke entwickelt, die sich wie eine Socke anfühlt und wirklich, wenn eine Person aus dem Bett aufsteht, einen Schritt erkennt und den Angehörigen mitteilt. Genaueres werde jetzt dann der Dominik erzählen. Uns war das Thema wirklich sehr wichtig. Wir wollen nicht nur den Nutzen rausbringen, sondern auch wirklich schauen, dass der Socken bequem ist, dass es nicht stört. Und ich war für den Einkauf zuständig und wir hatten ziemlich viele Anforderungen. Es darf nicht zu heiß werden, wenn man den Socken anhat, man darf die Elektronik nicht spüren und nicht jedes Material ist dafür geeignet, dass man die Elektronik da einbauen kann. Und zum Design sagt jetzt noch was der Clemens. Wir haben uns in den letzten Tagen erstaunlich viel mit dem Design und dem Konzipieren eines smarten Kleidungsstücks beschäftigen dürfen. Das birgt einige Herausforderungen, wie wir feststellen mussten, und zwar angefangen mit der Dicke des Materials, der Wahl des Materials, mussten wir entscheiden, welche Socken nehmen wir, da diese extrem flexibel sein mussten und aus mehreren Layern aufgebaut sind. Wir haben hier eine obere Schicht aus Stoff, dazwischen eine Schicht aus Sensoren, zu denen erzählt euch Isabella dann nachher noch was. Eben hier auf der Ferse einen größeren Sensor und hier einen etwas kleineren. Und dadurch haben wir dann verschieden starke Signale, wenn man auftritt. Und diese mussten wir verarbeiten mit sogenannten Drehwiderständen oder Potentiometer genannt, bei denen kann man den Widerstand flexibel einstellen und somit konnten wir genau diese Widerstandswerte erzielen, die wir wollten. Wie man hier sehen kann, wurden dann noch ein Akku zur Stromversorgung eines kleinen Raspberry Pi, das ist ein so kleiner Minicomputer, eingebaut, um einfach sicherstellen zu können, dass die Signale der Sensoren richtig verarbeitet werden und wir unser erzieltes Ergebnis bekommen. Doch wie kann man auf der Ferse einen Sensor einbauen, der nicht stört? Es gibt Garne, die elektrisch leitend sind. Aus diesen Garnen haben wir einen Kreis gehäkelt. Wenn man diesen Kreis in einen Stromkreis einbaut, wirkt er wie ein regelbarer Widerstand. Diesen Widerstand kann man auslesen und man bekommt eben mit, ob eine dementkranke Person einen Schritt macht. Und das ist sehr hilfreich. Und dieses Signal geben wir dann weiter. Wie das funktioniert, wird der Tobias erzählen. Ja, ich war für die Verarbeitung des Signals zuständig. Ich habe das mit Hilfe eines Raspberry Pis angestellt. Der sitzt bei der Socke da in dieser Tasche drinnen. Da sieht man das Power-LED. Und der Raspberry Pi bekommt seinen Strom über eine kleine Powerbank, die, ja, einfach Akku. Der Raspberry Pi erkennt eben die Drucksensoren, also spricht die Drucksensoren an, und wenn eben ein Druck drauf kommt, erkennt, ob das ein Schritt ist, und sendet dann ein Signal an einen Webserver. Und dazu wird euch jetzt der Thomas was Genaueres erzählen. Ja, genau, wie der Tobi jetzt gerade erwähnt hat, wir kriegen jetzt das Signal von den Socken und an uns liegt es jetzt, dass der Betreuer der dementkranken Person das Signal bekommt, dass er alarmiert wird. Dazu kommuniziert die Socke mit dem Webserver. Und der Webserver ist dafür, also bearbeitet das dann danach und gibt das Signal weiter, entweder E-Mail weiter oder ein Akustiksignal weiter an die betreuende Person. Wie das Ganze funktioniert, wollen wir euch jetzt kurz in einer Demonstration zeigen. Isabella, bitte.
Okay, stellen wir uns vor, meine dementkranke Oma liegt im Bett und steht in der Nacht auf. Unser Sensor erkennt den Schritt und wir können auf einer Website nachschauen, indem wir unseren Sockennamen eingeben, wann ein Schritt gemacht wurde. Wir bekommen mit 5 Schritten eine E-Mail-Benachrichtigung und erfahren so auch, wann Schritte gemacht wurden. Genau, man bekommt auch auf der Website Live-Benachrichtigungen bei Schritten. Und man kann ganz unterschiedliche Clients bauen, die dieses Signal verarbeiten und akustisch, visuell darstellen und uns in der Nacht aufwecken. Okay, ich hoffe, dass dieses Projekt in Zukunft viele Menschen hilft und sie wirklich unterstützt und wirklich ein Projekt ist, das die Welt verbessert.